Game Freak presents. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt von mir, von Aurönchen. Ja, nach längerer Abstinenz bin ich wieder da. Und dies wird unsere erste Nuzlocke sein. Also wir fangen natürlich mit Kanto an, deswegen Feuerrot. Das Remake zu den Rot, Blau, Gelb kam halt Feuerrot und Blattgrün raus. Wir spielen die Feuerrote Edition. Ja, jetzt wirft sich natürlich die Frage auf, Aurönchen, du hast ja noch The Pokémon Reborn. Ja, habe ich. Das Projekt ist auch noch nicht gestorben. Keine Sorge, das wird noch weitergeführt. Nur momentan habe ich ein paar technische Schwierigkeiten, was Reborn angeht. Und das mal eben hier. Den können wir mal eben ganz kurz, bevor es hier tausendmal wieder abspielt. Ja, wir werden natürlich. So. Ja, ich werde Reborn weiterspielen, so ist es nicht. Nur jetzt werden erstmal keine Parts davon kommen, denn es gibt eine technische Hürde, die ich überwinden muss und wo ich gucken muss, wie ich das regel. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir erstmal hier ein kleines Projektchen dazwischen, damit ihr auf jeden Fall noch Videos habt, die ihr euch angucken könnt, damit wir ein bisschen was noch zocken können. Und ich hatte ja auch angekündigt, dass wir Nuzlockes machen und wir werden, wie gesagt, mit Kanto beginnen. Ja, das ist eigentlich so der Plan. Nuzlocke, wer es nicht kennt, einmal kurz die Nuzlocke-Regeln für die Laien. Nuzlocke bedeutet, wenn ein Pokémon im Kampf besiegt wird, ist es tot. Ich darf es dann nicht mehr benutzen. Jedes Pokémon muss einen Spitznamen erhalten, was wir fangen. Wir dürfen nur ein Pokémon pro Route fangen. Oder pro Gebiet. Und oder. Ne, und das ist das erste Pokémon, was wir pro Route und oder Gebiet finden. Das erste Wilde. Das müssen wir auch fangen. Kein Dromborium herum. Ja, das heißt, es gibt ein Game Over, wenn wir alle unsere Pokémon in einem Kampf, oder wenn wir einen Kampf komplett verlieren, ist Sense. Ende. Da haben wir, ist die Nuzlocke gescheitert. Unser Ziel ist es, die Pokémon-Liga zu ja, bestreiten, um zu siegen, den Champ zu besiegen. Wenn wir das geschafft haben, ist die Nuzlocke als geglückt ja, gekennzeichnet. Wir können dann guten Gewissens sagen, Kanto abgehakt. Gut. Pro Kampf darf ich nur zwei Items benutzen. Zwei Heil-Items. Das ist auch eine zusätzliche Regel. Ja. Und was legendäre Pokémon bzw. Event-Pokémon angeht, müssen wir mal gucken. Ne? Jo. Dann würde ich sagen, beginnen wir einfach das Spiel. Neues Spiel. Ja, Knopfbelegung, die haben wir ja schon, das kennen wir ja. Dann, okay. Also das ist die Advanced-Version. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Hey! Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke A, um das Abenteuer zu beginnen. Jo, A. Und unser alter Freund, ein alter Bekannter, Professor Eich. Wird auch
oftmals von manchen PokéTubern als Mr. oder Professor NSA bezeichnet, weil er weiß immer, wo du nicht mit dem Fahrrad fahren darfst. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Das ist ein Nidoran weiblich. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Okay. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ja, Junge oder Mädel, was sind wir? Tendenziell würde ich sagen Junge. Wir werden aber dieses Mal ein Mädel spielen. Ja, denn ich habe schon geguckt, der Name Auröhnchen passt leider nicht in die Namensliste rein. Ah, zu schade eigentlich. Deswegen werden wir dieses Mal ein Mädel spielen. Wie lautet dein Name? Ich habe in der Edition sowieso noch nie Mädel gespielt, von daher ist das auch mal ganz Neues. Wie ist unser Name? Unser Name ist Alrora. Das passt, glaube ich. Okay, wir starten. Genau, dein Name ist Aurora. Richtig. Dies ist mein Enkel. Mhm. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war gleich sein Name? Ja, wie nennen wir unseren Rivalen? Ne, wir können ihn Blau nennen, wie es eigentlich regulär ist. Nur dann hätten wir Rot heißen sollen, tun müssen. Ich bleib einfach mal der Serie treu und nenne ihn einfach Gary. War es Gary? Ja. Du dementer alter Prof. Gary, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Mhm. Aurora. Eine unglaubliche Reise in der Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, das war es ja wirklich. Als Kind, als man die ersten Generation gespielt hat. Das war schon was sehr Besonderes. Kann mich noch wirklich genau daran erinnern, bin ich noch zur Grundschule gegangen. Also irgendwann hatte ich die rote Edition bekommen. Die hatte ich wirklich bekommen. Und oh, habe ich mich gefreut. Wie ein Spatz. Und ja, leider ging mir diese rote Edition irgendwann flöten. Die war irgendwann weg. Durch einen Umzug oder sonstiges ist die halt verloren gegangen. Und ja, leider. Ist weggekommen. Ich habe aber jetzt noch eine blaue Edition, also wirklich original blau, habe ich mir noch organisiert. Habe ich auch schön im Wohnzimmerschrank. Spiele ich immer durch, ganz gerne ab und zu mal. Einfach der Nostalgie wegen. So. Mutter. Genau, jedes Mädchen träumt von Reisen. Das sieht man im Fernsehen. Mhm. Oh ja, Professor Eich von nebenan hat nach dir gesucht. Gut. Ja. Natürlich träume ich immer von Reisen. Wir werden nicht in Sago gehen, denn das wird jetzt einfach. Wir wissen ja, die Spieler kennen, wir gehen raus und zack, Herr Eich meldet sich. Sonst hätten wir den gar nicht gefunden im Dörflein. In Arabastia. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Okay. Unser Rivale steht auch schon da. Gary. Opa, ich will nicht länger warten.
Will ich den wirklich einen ossischen Akzent, türkischen Akzent geben hier? Gary, lass mich nachdenken. Ach, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Aurora. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein arrangierter Pokémon-Trainer. Und ich habe noch drei Pokémon. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur noch drei Pokémon über. Okay. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt, Opa. Was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Gut, wir haben hier drei Pokémon zur Auswahl. Welches sind, ist klar. Bisasam, Shigi, Glumanda. Die Frage ist jetzt, welches nehmen wir? Und dazu habe ich mir einfach gedacht, nehmen wir die letzte Ziffer unserer ID-Nummer. Und das ist hier die 1. Ne, bei 1, 2, 3 das linke Pokémon. Bei 4, 5, 6 das in der Mitte. Bei 7, 8, 9 das rechte Pokémon. Das werden wir auch in jeder Nuzlocke so machen. Ja, und bei einer 0 dürfen wir aussuchen. Das ist... Das wäre der Deal. So, wir haben eine 1. Das heißt, das ganz linke Pokémon. Ja, haben ein, wir bekommen ein Bisasam als Starter. Yay. Ne? Eigentlich ein nicht so beliebter Starter hier. Also, ich bin auch eher so, ich bin Team Turtok einfach. Weil Schildkröte, Kanonen. Ah. Geil. So. Dieser Samen ist wirklich echt das Pokémon, was am wenigsten genommen wird. Was ich aber nicht verstehen kann, weil dieser Samen hat wirklich sehr viel Stil. Es ist direkt ein Pflanzengift-Typ. Es kann eine Menge lernen. Ja, wir nehmen dieser Samen. Ja. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Aurora erhält dieser Samen. Ich mag dieser Samen. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Natürlich wollen wir Bisasam einen Spitznamen geben. Wie nennen wir Bisasam? Wir nennen Bisasam einfach ganz effe. Ne, Bisasam ist jetzt Knolle. Knolle nehmen wir mit. Jo, Knolle passt. Ich nehme dieses hier. Er nimmt natürlich ein Glumanda. Jo, und ist natürlich jetzt ein Typenvorteil uns gegenüber. So, hier schauen wir uns mal eben ganz kurz Knolle an. Bericht. Wesen robust. Robust war ein ziemlich neutrales Wesen, ist okay. Zack. So, Feuerrot, Blattgrün spielt noch in der dritten Generation, glaube ich. Ja, müsste dritte Generation sein. Das heißt, die Attacken haben noch nicht den Unterschied zwischen physisch und speziell. Das ist noch typenbedingt. Das heißt, alle Normalattacken sind physisch, alle Pflanzenattacken sind speziell. Müssen wir irgendwie mitarbeiten. Ja, das dürfen wir auch nie vergessen, irgendwie. Juti, juti. So, das heißt, wir gehen jetzt weiter und werden direkt aufgehalten von unserem Gary. Warte, Aurora, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. So, das ist unser erster Kampf. den könnten wir schon verlieren. Gott sei Dank startet eine Nuzlocke erst, sobald wir unsere ersten Pokébälle haben. Sobald wir die Chance haben, Pokémon in freier Wildbahn fangen zu dürfen. Oh, um Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Aurora, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Nee, ich habe schon viele bestritten. Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Oh. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf 0 bringt, gewinnt. Ach was. Aber darüber zu reden, hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrung machen. Dankeschön. Kämpfe und lerne.
Der halt wischen und mach und sieh zu. Oh, wir tackeln es. So. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Ah, jetzt hältst du jetzt einmal die Göschne. Dongle. Oh, immer diese Laberköppe. So, Knolle. Machst dieses Glumanda jetzt. Bitte. Besiegst es bitte. Gut, wäre es daneben gegangen, hätten wir verloren. Aber alles gut. Knolle erhält 69 Erfahrungspunkte. Level 6. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Nein, hast du nicht. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Also Tierkämpfe um Geld. Sehr geil. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Aurora, Opera, wir sehen uns später. Okay. Ciao. So, Knolle ist wieder fit. Und wir gehen raus, denn unser Weg führt uns jetzt. Ja, genau. Wir müssen aus der Stadt heraus zur nächsten. Wir müssen nach Ferdania City und dort ein Paket abholen. Wie gesagt, das zählt noch nicht als First Encounter, weil wir noch keine Pokébälle haben, um ein Pokémon zu fangen. Deswegen fliehen wir auch eine Runde. Hi, ich arbeite im Pokémon Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unser Laden in Ferdania City. Am besten gebe ich dir mal ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Trinkgarten. Ja. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir ein Tränk. Jetzt haben wir sogar zwei schon in der Tasche. Einen haben wir ja vom PC geholt. Ne, eine Red Fritz. Warte mir, komm. Also wenn wir auch einen Kampf gegen wilde Pokémon verlieren, beziehungsweise wenn wir ein Pokémon bei einem wilden Kampf verlieren, dann ist es auch tot. Also das ist keine Entschuldigung. Knolle! So, wir könnten jetzt zwar hier auch so ein bisschen, weil es halt ein Emulator ist, konnten wir jetzt auch ein bisschen die Zeit ein bisschen speeden. Werden wir aber nicht machen. Eigentlich gar nicht. Denn sowas sollte schon im normalen Tempo vonstatten gehen. Ich habe auch das Originalspiel hier, also ich darf emulieren. Ne, kauft euch immer das Originalspiel, unterstützt es, unterstützt Game Freak, die Pokémon Company. Nur wenn die von euch die Unterstützung bekommen, werden auch neue Spiele erscheinen. In besserer Qualität. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Natürlich. Gut. Wir können hier erst Pokébälle kaufen, sobald wir das Paket abgeliefert haben. Ich weiß, man bekommt hier, glaube ich, auch die Turbo-Treter, ne? Ist ja Gen 3. So, wir gehen jetzt aber den Weg, ohne das Gras irgendwie anzugucken. Um einfach hier vorwärts zu kommen. Ja, wann die nächsten Parts von Weeborn kommen, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin da gerade in der technischen Blockade und es will einfach momentan nicht so laufen, wie ich das gerne möchte. Deswegen machen wir hier erstmal eine Rundchen weiter. Hallo Aurora. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Ah. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Ah, man munkelt. Du hast etwas für mich. Hier aus Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Ja.
Sastiage S-Ball, der Sonderbare. Vielen Dank. Obawa. Warum hast du mich hierhin bestellt? Jo. Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, welcher leer ist. Aurora, Gary, ihr beide, diese beiden sind für euch. Tudu. Wir erhalten eine Pokédex. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Wir haben unsere Pokébälle. Ab jetzt ist die Nuzlocke offiziell gestartet. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Oh. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Und ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Alles klar, Opa. Überlass das ruhig mir. Aurora, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Kröte und dir soll sie keine geben, Aurora. Ja gut, wir gehen einfach mal zu seinem Haus, zu seiner Schwester und holen uns mal unsere Karte ab. Ja, so wurde der Spieler halt darauf hingewiesen. Hey, guck mal, da kriegst du eine Karte. Das ist wirklich noch aus dem Original ersten Generation. So, hat unsere Mutter noch was zu sagen? Mama, wir gehen weg. Aurora, du solltest eine kurze Pause einlegen. Sollte ich? Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Ich hab nur eins. Achte auf dich. Ja. Okay, das war die Verabschiedung von unserer Mutter. Die werden wir so schnell nicht mehr wiedersehen. Und es geht los. Route 1 und unser erster Encounter. Jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen ein Taubsi. Ein männliches Level 2. Gut, Taubsi. Erstmal ein bisschen schwächen. Ja, am zweiten Schlag. Ich gehe auch kein Risiko ein, bin ich bescheuert. Das dürfte auf jeden Fall schon reichen. Pokémon. Und wir haben Taubsi gefangen. Yay! Taubsi ist eigentlich. Geht eigentlich. Nehmen wir. Möchtest du einen Spitznamen geben? Ja, natürlich. Es war männlich. Männliches Taubsi. Wie nennen wir es? mir fällt so kein anderer Name ein, außer hier. Zack. Außer Kahn. Weil Taubos ist ja schon sehr, 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 sehr majestätisch, finde ich. Da ist Kahn. Ja, passt. Bin ich ein Name. Das sind jetzt nicht die besten Spitznamen, die ich jetzt hier mache, gucke, tue. So, Level 2 Taubsi. Wir schauen es mal eben kurz an. Kauzig. Kauzig war auch neutral, ne? Okay, Adlauge. Und kann nur Tackle zurzeit. Ja. Das heißt, Taubsi muss man mal ein bisschen trainieren, bevor wir ernst machen. Ach. So.
und Dopsy. Knolle, komm. Hau ab, du. Einfach fliehen. Hier haben wir echt nichts mehr verloren. Wir haben unseren Counter. Wir haben hier keine Trainer, die wir besiegen müssen. Also gehen wir einmal ganz kurz heilen. Und gucken, dass wir unseren nächsten Encounter bekommen. Was ich vergessen habe zu sagen. Es gibt noch eine Dupes Clause. Das heißt, wenn wir ein First Encounter haben, also ein Pokémon, was wir schon besitzen, was wir aktuell besitzen, entweder auf der Box oder im Team, oder was halt zur Entwicklungsreihe zu diesem Pokémon gehört, dürfen wir diesen First Encounter überspringen und noch einen suchen. Also einmal dürfen wir überspringen, wenn wir es doppelt hätten. Wenn zum Beispiel jetzt aber Kahn stirbt und wir finden irgendwo nochmal ein Taubsi oder Tauboga als First Encounter, dann zählt das wieder, weil wir es nicht mehr aktuell im Team bzw. auf der Box haben. Kein lebendes Exemplar, sagen wir mal so. Das nur mal ganz kurz gesagt. So, einen Trank gefunden. Wir gehen jetzt einmal nach links. Da müssen wir eigentlich noch nicht hin, aber Route 22 heißt für uns noch einen Encounter. Und wir brauchen so viele wie möglich. Ein Mankey. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Das will ich haben. Ein Kampftyp. Volltreffer war das. Knolle, du machst dich. Oh, Beutel, Pokéball. Das dürfte reichen. Ein weibliches Mankey. Dafür habe ich einen Namen. Ah! Bricht doch nicht aus da. Komm, noch ein Versuch. Wir haben nur drei Pokébälle. Wir sollten gleich noch welche kaufen. Eins, zwei. Okay. Okay. Wir versuchen es mal. Das war gerade ein Volltreffer. Das ist keiner. Gut. Noch ein Volltreffer hat nämlich gekillt. So. Pokéball, los. Und fang. Eins, zwei, drei. Jawohl. Dankeschön. Ah, das war schon etwas enger. Für Mankey oder ein Eintrag. Ja. Natürlich geben wir Mankey einen Spitznamen. Und zwar, wir haben hier die Renade. Renate. Jo, das passt auf jeden Fall zum weiblichen Mankey. Renate, ein sehr kraftvoller Name. So, wir gehen zurück nach Vertania City und ja, ich werde mich jetzt gleich mit Pokébällen zu ein bisschen versorgen, ein paar Tränke holen. Ja, und wir machen dann beim nächsten Mal weiter und erkunden den Vertania Wald. Yeah! Es geht dann weiter. Alles klar. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wäre ein Däumchen sehr nice von euch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Augenchen. Ciao!